So, meine Damen und Herren, zuallererst herzlich willkommen zur ersten Map-Design-Stunde. Bei dem Tutorial, das wird ein etwas längeres Projekt werden, was ich auch nebenbei mache für den Let's Plays. Werde ich halt so die grundlegenden Sachen erklären beim Erstellen von Maps, was man darauf wie wo beachten muss. Anfangen tun wir ganz bei den grundlegenden Sachen. Und deswegen fällt mir gerade auf, dass das, was ich jetzt gerade hier mache, eigentlich schon Schwachsinn ist. Also zuallererst, ja, beenden. So, zuallererst, wenn ihr Maps für Doom erstellen wollt, braucht ihr natürlich ein Programm dafür, mit dem ihr die Maps, ja, halt erstellt. Da gibt es verschiedene. Ich möchte mich hier bei dem jetzt, ja, bei der Serie, wie ihr bereits im Titel und gerade schon gesehen habt, auf Slate beschränken. Slate bekommt ihr ganz normal übers Internet. Dazu gebt ihr einfach bei der Suchmaschine eures Vertrauens Slate Doom Editor. So, geht hier auf Downloads und dann könnt ihr euch direkt die Sachen runterziehen. Für mich vorteilhaft ist, dass es das Ganze auch für Linux gibt. Genau die Version nutze ich dementsprechend auch für mich persönlich, weil ich habe nun mal Knoppix und damit Linux. Ja, wenn ihr es installiert habt, dann habt ihr entweder halt irgendwo ein Icon. Oder so wie ich halt schön praktisch in der Konsole direkt. Dazu ruft ihr einfach direkt Slate auf. Und wenn ihr den Slate zum ersten Mal geöffnet habt, dann springt euch solch eine Oberfläche ins Gesicht. Wir werden uns hier erstmal auf ganz grundlegende Sachen konzentrieren bei dem Erstellen von Maps. Und da reicht Slate, wie gesagt, komplett aus. So. Was ihr als allererstes machen müsst, ihr braucht Archive. Sprich also, ihr müsst euch erstmal Doom 2 bzw. Doom Ultimate oder ähnliches runterladen. Gibt es bei Steam oder ähnlichen Quellen, da kann man es halt downloaden gegen Bezahlung und dann halt installieren lassen von Steam aus. Und dann geht ihr hier bei dem Programm auf Edit, Professions und jetzt gebt ihr, muss ich da erstmal kurz gucken, ist schon lange her, dass ich das Programm eingerichtet habe. Warum auch immer das bei Editing drin ist, ich weiß es nicht. Base Resource Archiv. Hier könnt ihr denn diese ganzen ja, Watt-Dateien praktisch hinzufügen. Namentlich heißen sie Doom 2.watt bzw. Doom Ultimate.watt oder halt ähnliches. Ja. Wenn ihr nicht wisst, wo er die Dateien als solches findet, entweder auf eurem Computer nach dieser Datei suchen lassen. Nachdem ihr natürlich Doom 2 installiert habt, klar. Oder es gibt dafür auch haufenweise Quellen im Internet. Ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, wohin Steam diese Dateien installiert. So, von daher. Ansonsten könnt ihr natürlich als Quellen auch FreeDoom benutzen. Bei FreeDoom wäre das im Falle von Knoppix. Um es nochmal zu zeigen. Unter File System. Jetzt muss ich kurz lügen. Mir wäre es, als wenn es hier gewesen wäre, aber ich bin mir nicht sicher. Nein, das ist auch falsch.
Gut. Etc. Auch nicht, dann ist es hier unter Optional. Wie war ich doch gerade drin? Na gut, dann lassen wir uns mal danach suchen. Quatsch. Das da bitte. Ach, okay. War ich also doch richtig? Hier drinnen. Bin ich jetzt blöd oder bin ich blöd? Ach, falsche Zeile geguckt. Okay. Warum auch immer das im User-Verzeichnis ist. Hier. Dann bei Share oder gleich bei Games. Erst bei Share. Genau. Hier gibt es auch ein Games-Verzeichnis, ist aber ein bisschen aufgesplittet. So, jetzt hier bei Games. Das macht doch wieder Sinn. Dann habt ihr hier irgendwo Doom. Da. Und hier habt ihr die Standardsachen von Freeware. Also FreeDoom zum Beispiel. Oder die Shareware von Doom, wenn ihr die Shareware-Version aus dem Paketquell installiert. Also nochmal, slash user, slash share, slash games, slash doom und dann slash doom 1. So. Können wir mal zum Spaß beide auswählen und hinzufügen lassen und schon, voilà, sind sie mit der Liste. Dann apply, okay, und schon habt ihr die hier in eurer großen Quellenliste drin. So. Jetzt habt ihr das Programm an sich erstmal soweit eingerichtet, beziehungsweise wenn noch weitere Fragen zum Einrichten kamen, könnt ihr sie soweit in der Regel immer alles auf Standard lassen oder halt nach eurem Beam einrichten. Ansonsten, wenn ihr Fragen zu dem Programm als solches habt, gibt es auch diverse Foren im Internet zu Slate. Ich persönlich will mich hier hauptsächlich eigentlich nur aufs Map erstellen als solches mittels Slate konzentrieren und das geht wie folgt. Wie gesagt, am Anfang habt ihr die Startseite. Entweder könnt ihr vorhandene Dateien öffnen oder aber ihr erstellt einfach eine neue und das geht hier mittels diesem A oder dem Z. ZIP-Archiv ist ein bisschen irreführend in dem Sinne, dass sehr viele mittlerweile genau hierfür die PK3-Erweiterung benutzen und nicht mehr die ZIP-Erweiterung. Ist beides tatsächlich das gleiche, weil die PK3-Datei ist nichts anderes als eine ZIP-Datei, nur mit einer anderen Erweiterung. Und die PK7-Datei ist übrigens auch nichts anderes als eine 7-ZIP-Datei. Wir nutzen aber dieses ganz klassische Format, also dieses klassische Word-Archiv. Das erzeugt uns eine PWORD-Datei. Jetzt haben wir hier am Anfang unsaved. Wir klicken jetzt STRG S, beziehungsweise können wir auch das hier benutzen. Klassische Menü. Jetzt wählen wir einen Pfad aus. Dokumente. Und können hier drin zum Beispiel, Editing eingeben. Editing.what. WAD steht übrigens Where is all the data? Das ist kein Scherz, ist wirklich so. Könnt ihr in der Doom-Bibel, glaube ich, nachlesen. Dann klicken wir auf Speichern. Jetzt haben wir schon mal unsere erste leere Datei. So. Jetzt geht's wie folgt los. Wenn ihr eine Doom-Datei erstellen wollt, also eine Datei für Doom als Erweiterung, dann ist erstmal die grundlegende Frage, wollt ihr Doom 1 oder Doom 2? Wir beziehen uns am Anfang hier erstmal auf Doom 2, weil das linearer aufgebaut ist. Bei Doom 1, da bräuchte man schon Vorkenntnisse für Episoden und sowas alles. Kommt vielleicht später ran, jetzt erstmal nicht. Und dann klickt man hier oben auf Map Editor. So, das erstellt uns erstmal einen solchen Screen, auf dem wir einstellen können, ja, wir wollen für Doom 2. Dann wollen wir für Vanilla erstellen, heißt also, das hier kommt komplett aus auf Noon.
Und wir wollen eine neue Map erstellen. Jetzt kann man hier natürlich das Level auswählen, welches Level man editieren möchte. Wir fangen natürlich bei Level 1 an, ganz klar. Und bei dem Map-Format bleiben wir auch bei Doom. Gibt es auch keine weitere Auswahl, macht Sinn, weil wir haben hier keinen Source-Port ausgewählt. So, jetzt erstellt er uns hier schon entsprechende Dateien, auf die gehe ich später ein, wenn überhaupt. Für uns wichtig ist erstmal der Screen. Wir haben jetzt hier eine leere Datei. Diese können wir jetzt für den Map-Editor auswählen und er schickt uns direkt in einen solchen Screen. Dieser ist am Anfang relativ leer. Macht Sinn, weil wir haben noch nichts erstellt. Jetzt zu dem ganz grundlegenden. Maps von Doom bestehen aus sogenannten Sektoren. Was das ist, ist relativ leicht zu verstehen. Eine Welt in Doom besteht immer aus Blöcken. Nicht zu verwechseln mit den Blöcken, die ihr vielleicht aus Minecraft kennt, sondern ich möchte jetzt auch nicht sagen so ähnlich, aber vielleicht am Anfang kann man es schon fast damit also gleichstellen, ja. Wir erstellen am Anfang erstmal haben wir hier am Anfang nur dieses, ich sag jetzt mal, Zeichenbrett. Beim Zeichenbrett erstellt man von oben jetzt vier Linien. So. Und das ist jetzt ein Block. Ihr seht hier schon eine sogenannte Textur, also ein Bild. Das könnt ihr erstmal getrost ignorieren. Und wenn ihr dieses erstellt habt, dann seid ihr in so einem Block drinne. Das ist eure Welt. So. Nun kann der Block aber nicht nur so aussehen, also nicht nur viereckig, sondern er kann beliebig aussehen. Ihr könnt zum Beispiel auch ein Dreieck erstellen. So, um in die 3D-Ansicht zu wechseln, könnt ihr übrigens entweder die Q-Taste drücken oder aber hier oben auf 3D-Ansicht gehen. Dann kommt er allerdings nicht mehr raus und müsst dafür halt die Q-Taste drücken. Die neben der links neben der W-Taste bzw. rechts vom Tabulator. So. Und es sind halt auch noch ganz andere Formen möglich. Mit der Scroll-Taste könnt ihr rein und raus zoomen. Wir erstellen zum Beispiel einmal einen relativ abstrakten Raum, um Linien zu erstellen. Einmal hier oben draufklicken und dann mit Linksklick irgendwo reinklicken. Dann erstellt ihr praktisch. Achso, nein. Erstmal die Einfügtaste drücken. Die ist bei eurer Tastatur, wenn ihr eine Standard-Tastatur habt. Habt ihr über euren Pfeiltasten so ein 6er-Pad. Und da ist auch eine Taste, die heißt Einfügt. Da klickt ihr einmal rauf, dann kriegt ihr so einen Punkt. Mit dem Punkt jetzt macht ihr einmal einen Linksklick, dann habt ihr so eine Linie. Ja? Dann könnt ihr ein paar Linien frei definieren, nach Lust und Laune. Es sollten sich die Linien nur nicht überschneiden. Das will ich am Anfang nicht raten. Wenn ihr Linien löschen wollt, dann einfach mit der rechten Maustaste klicken. Dann löscht ihr praktisch die letzten Linien. So, wir machen jetzt einfach mal ein paar Linien. Tararam. Und wenn ihr eure Linie mit dem ersten Punkt verbindet oder mit irgendeinem Punkt, also an sich ist es nur mal mit dem letzten Punkt, dann schließt ihr dieses Objekt erstmal ab. Wenn ihr jetzt wieder in die 3D-Ansicht geht, habt ihr einen zugegebenermaßen etwas chaotischen Raum. Aber gut. So. Das ist damit euer erster Raum. Innerhalb dieses Raumes seid ihr zwar jetzt innerhalb des Editors, aber ihr könnt mit der Map noch nicht spielen, weil der Computer, also Doom, gar nicht weiß, wo denn euer Charakter später stehen soll. Dafür geht ihr hier oben auf diesen roten Kreis mit dem Pfeil drin. Das ist dieser sogenannte Dinge-Modus, wo man hier mit Dinge erschaffen kann, also Objekte. Und jetzt geht ihr wieder mit der Maus irgendwo ins Feld rein und drückt wieder die Einfügtaste. Wichtig ist dabei, sobald ihr jetzt Einfügtaste klickt, also die Einfügtaste klickt, erstellt er direkt das Objekt. Bam. Könnt ihr also nicht noch frei bewegen, sondern ihr müsst wirklich mit der Maus da sein, wo ihr jetzt hinhaben wollt und dann die Taste drücken. So, wenn ihr ein Objekt habt, das ihr nicht mehr haben wollt, weil ihr zum Beispiel fehlerhaft platziert habt, dann einmal mit der linken Maustaste anklicken und die Entferntaste drücken.
Die ist direkt unter der Einfügtaste bei Standard Layout. So, das jetzt hier ist unser Player. Wenn jetzt mit der rechten Maustaste rauf geht und auf Properties geht, also auf Eigenschaften, dann könnt ihr hier auch auswählen, was ihr erstellen wollt. Standardmäßig, wenn ihr das Programm geöffnet habt, erstellt ihr automatisch die Position eures ersten Players. Ihr könnt aber auch zum Beispiel mehrere Player erstellen. Wenn ihr ein Multiplayer-Level erstellen wollt oder ein Deathmatch-Level, darauf gehe ich jetzt auch noch nicht ein. Für euch wichtig am Anfang ist erster Player. Aufklicken. Wie gesagt, ist am Anfang eigentlich ausgewählt. Und wenn ihr am Anfang startet, dann guckt ihr am Anfang in diese Richtung. Seht ihr hier, Direction. Wenn ihr nach oben gucken wollt, müsst ihr hier aufklicken. Dann guckt eure Person in die Richtung. Erkennbar an diesem kleinen Pfeil. So, damit habt ihr jetzt praktisch euren Raum definiert und der Punkt, an dem ihr später stehen wollt. Okay, das ist schon mal das erste, ja, ich sag mal die erste große Hürde. Jetzt könnt ihr das ganze Ding schon mal speichern, dazu auf Map und ja, Save Map Change. Also speichere Map-Änderungen. Natürlich geht es auch mit Tastatur, Steuerung S. Ist genau das gleiche. Und jetzt könnt ihr die Map in dem Sinne eigentlich schon spielen. Unter Windows ist das ein bisschen komplizierter, wie ihr unter Windows GZDoom mit sogenannten Mods startet. Dazu gibt es Erklärungen im Internet. Ihr müsst da praktisch, da habt ihr eure GZDoom-Exe. Und müsst dort sowohl Doom 2 als auch die PWAT reinziehen. Beziehungsweise, nein, nur eure PWAT. Also die gerade erstellte Map müsst ihr praktisch auf die Exe schieben. Und dann startet ihr praktisch das Programm mittels der Mod und habt dann das Auswahlfenster, zu welchem Spieler starten wollt. Alles ein bisschen kompliziert. Unter Linux ist das allgemein einfacher. Unter Windows auch, wenn ihr mit der Konsole arbeitet, natürlich. Ihr öffnet einfach eine neue Konsole. Das sieht ungefähr so aus. Da gibt ihr ein GZDoom in meinem Fall. Ihr könnt natürlich auch hier alles mögliche andere nehmen. Wenn ihr ZDoom installiert habt, dann ZDoom. Wenn ihr QZDoom installiert habt, habt ihr QZDoom. Ich hab zum Beispiel alles 3 installiert. Whatever. Ihr könnt auch jedes andere nehmen. ChocolateDoom zum Beispiel habe ich schon noch mit drauf. Oder CrispDoom. Das sind alles sogenannte Surfboards. Was Surfboards sind, solltet ihr eigentlich schon wissen, wenn ihr Doom Maps erstellen wollt. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil das wäre definitiv zu weit ausgeholt. Ich nutze einfach mal Crispy Doom, weil wir erstellen ja hier Vanilla-kompatible Maps. So, dann gebt ihr ein, welche EVAT ihr habt. Das wäre in meinem Fall Mod System Doom Mods und dann Doom 2 und jetzt eure P-Word. Da gibt ihr aber nicht P-Word ein, sondern einfach nur File. Bei File wird P-Word immer impliziert und gibt jetzt den Pfad zu eurer Datei an. Knoppix, Dokumente und wir haben die mit dem stilvollen Namen Editing erstellt und könnt jetzt praktisch direkt losspielen. Tada! Wir sind in der Map und können jetzt in der Map frei bewegen. So. Jetzt können wir noch in der Map sagen, okay, das sieht jetzt relativ trostlos aus, wir haben jetzt einen Raum gewählt. Jetzt können wir hier, wenn wir jetzt im 3D-Modus sind, können wir mit der linken Maustaste Wände markieren. Beziehungsweise wenn wir nochmal raufklicken, können wir sie auch wieder demarkieren. So, jetzt haben wir alle Wände markiert und können jetzt einmal mit der rechten Maustaste raufklicken. Und kommen in ein schönes Auswahlmenü, wo wir die sogenannte Textur ändern können. Texturen sind praktisch nichts anderes als auf Objekte gemappte Bilder innerhalb einer 3D-Welt. Sage ich jetzt mal ganz
grob runtergebrochen. Also für euch, wenn ihr euch mit Textur nicht auskennt, es sind schlicht und ergreifend Bilder. Ja, und da wählen wir jetzt zum Beispiel mal ein schickes Bild aus. Was denn nehmen wir da? Irgendwas, was ein bisschen stilvoll ist. Na, hier Blut jetzt nicht unbedingt, Knochen auch nicht. Ja, nehmen wir mal ein paar Gedärme. Gedärme sieht immer super aus. So, ihr seht bei der 2D-Ansicht übrigens immer euren Boden. Das hier unten. So, jetzt wählen wir noch die Decke aus. So, mal kurz rumgucken. Oh, geht. So. Okay. So, dann wählt ihr wie gesagt die Decke aus. Rechte Maustaste und jetzt wählt ihr praktisch das aus, was man oben sieht. Da habt ihr andere Bilder, weil Doom unterscheidet in Decken, Böden und den Wänden. Das ist Engine bedingt. Darauf gehe ich später nochmal ein. Also nicht, jetzt nicht in dem Video, sondern wenn ich dann später ein Video über die Rendering-Merkmale von Doom erzähle. Für uns wichtig ist erstmal, wir nehmen jetzt eine Decke, die möglichst gut passt. Zum Beispiel eine mit vielen Lampen. Das hier. Bam. Jetzt haben wir eine Decke mit vielen Lampen. Sieht ein bisschen blöd aus. Nehmen wir mal doch eine andere. Soll ja auch ein bisschen zu unserer Wand passen. Also nehmen wir eine rote Decke. So. Das sieht auch scheiße aus. Was nehmen wir denn dann? Gut. Wir nehmen eine ganz besondere Textur, dann habt ihr es auch mal gesehen. Und zwar diese sogenannte Sky-Textur. Wenn ihr Buchstaben drückt, habt ihr hier Vorschau. Wir brauchen einmal F. Dann haben wir hier F-Sky. Und diese Textur sieht jetzt ein bisschen schicker aus. Man sieht, das ist also praktisch eine, ich sage jetzt mal, besondere Textur in dem Sinne, dass man jetzt den Himmel sieht. Den Boden können wir auch ändern. Ihr kennt hoffentlich alle das Spiel, der Boden ist Lava. Perfekt. Machen wir noch nicht, wir kommen aber darauf vielleicht später nochmal zurück. Wir lassen erstmal das hier unten schön steinig. Oder wir nehmen einfach mal eine gute alte Steinlandschaft. So, jetzt wieder das Ganze mit Störung speichern. Badam. Mit Q verlassen. Und schon könnt ihr hier eure Wattmeter wieder probieren. Und siehe da, wir haben unsere erste texturierte Welt. Mal schön gegen die Wände laufen. That makes sense. So. Das soll es erstmal soweit gewesen sein. Mit dem ersten Let's Play. Beziehungsweise ist er eigentlich kein Let's Play, ist er eher sowas wie Map Editing. Also, ja, Let's Editing sozusagen. Wie gesagt, das Problem dabei ist, wir haben bis jetzt nur normale, heißt also, wenn man hier lang läuft, es ist alles gleiche Höhe. Wie sich das ändert, wenn wir denn bei dem nächsten, wenn wir denn mit verschiedenen Texturen arbeiten, mit verschiedenen Vektoren arbeiten. Ja. Von daher hoffe ich erstmal, das Ganze war soweit ein bisschen aufschlussreich. So viel zur ersten Map. Von daher würde ich mal sagen, ciao mit V.